Ein Supermarktparkplatz im Ruhrgebiet. Warum rasten hier alle so aus? Sie alle warten auf diesen Mann, der nach sage und schreibe 45 Jahren immer noch Geschäft mit dem Hype um seinen kultigen Kinocharakter macht. Ich mach das gerne. Ich mach alles, was kann ein Erfolg sein. Phänomen Paraderolle in Hollywood Fluch, Segen, Goldgrube und alles dazwischen. Gelsenkirchen, Sonntagnachmittag. Schlagerklänge, Grillwürstchen und ganz viel gute Laune, trotz des gar nicht sommerlichen Wetters. Und mittendrin Zachy Neu, bekannt aus der Komödienreihe Eis am Stiel als Dicker Johnny. Hey, kommt schnell, Leute, da läuft eine Riesenknutscherei! Der wohl wuschigste Teenager, den die Kinoleinwand je gesehen hat. Die Komödie über die Eskapaden pubertierender Halbwüchsiger von 1978 heimst sogar eine Golden Globe-Nominierung ein. 7 Fortsetzungen lassen in zig Ländern die Kinokassen klingeln und sind weltweit Kult. Ihr war mit Eis überall auf der Welt. Und jetzt eben Gelsenkirchen. Backstage zwischen Küchenzeile, Kunstblume und Kaffeebechern bereitet sich der Schauspieler auf seinen großen Auftritt vor. Denn auch mit 70 kann er es immer noch nicht lassen, will jetzt als Schlagersänger durchstarten. Und auch da geht's, wie sollte es anders sein, nur um das eine. Dabei findet Zachy Neu, der nach eigener Aussage in der Zwischenzeit schon 50 andere Filme gedreht hat, eigentlich... Dass ich bin nicht nur der Johnny von Eis. Verstanden. Verwunderlich nur, der aktuelle Song ist bereits der zweite Versuch, mit eisigem Antrieb den Schlagerhimmel zu erstürmen. Schon 2019 veröffentlicht Zachy Neu dieses Stück mit ähnlich klarer Botschaft. Ich mag am liebsten Eis am Stiel. Und im Frühjahr wollte der israelische Schauspieler im Til Schweiger-Remake Manta Manta 2 einmal mehr als eisverkaufende Dicker Johnny auftreten. Eigentlich, denn die Szene wird kurz vor Veröffentlichung einfach wieder rausgeschnitten. Aber warum landet der angebliche Tausendsassa am Ende doch immer wieder beim Eis? Mit deinem großen Erfolg auf deine erste Rolle, dann denken sie alle immer auf diese Rolle. Du wirst bekannt von das. Und wenn du versuchst, anders zu spielen, dann sagen sie, ja, aber ich liebe ihn, wenn er war das. Aber ist lieber bekannt sein von etwas, als nicht bekannt sein. Zurück in den Ruhrpott zu Zachy Neu alias der dicke Johnny. Weil hier jeder seine Eis am Stiel Filme kennt, hat er alle Hände voll zu tun. Superfan Dirk ist extra 2,5 Stunden angereist und hat mit einem Rucksack voll Platten von seinem 25-köpfigen Eis am Stiel Fanclub allerhand Arbeit für sein Idol im Gepäck. Klar, die haben noch mehrere Sachen, aber ich kann nicht noch mehr Leute nehmen. Ich habe überlegt, mal nach Israel zu fliegen für ein Wochenende, um zu gucken, ob ich da vielleicht noch welche kriegen kann, die da auch mitgespielt haben. Die kriegst du ja aber nicht. Da musst du schon darüber fliegen. Hier kriegen der Oldenburger und seine Fanmitstreiter jetzt aber gleich Zachy Neus großen Schlagerauftritt auf der Supermarktbühne. Und nervös? Ich bin gewohnt. Sie liebt mich. Da kennt einer seine Fans wohl ganz genau. Hawaii-Hemd, Föhnfrisur und dann noch Eis fürs Publikum. Gelsenkirchen ist begeistert. Super. Ich finde es toll, dass wenn ältere Leute noch so Vollgas geben. Zu Hause bin ich nur noch das Lied am singenden Eis am Stiel. Und so sind Zachy Neu, seine Paraderolle und Eis am Stiel auch nach über 40 Jahren zumindest für einen Augenblick wieder in aller Munde.